Hallöchen, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde der Sommer Let's Plays. Hier ist Max und ich stelle euch ein Spiel vor, das zu einer Zeit entstanden ist, in der ich definitiv noch keinen Computer gespielt habe, im Gegensatz zu Captain Comic. Ich saß angeblich ja mit im Alter von 2 Jahren bereits auf dem Schoß meines Vaters und meine ersten Worte waren angeblich Escape and Return. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber genau, hier haben wir ein Spiel mit den glorreichen 8 Farben: Cyan, Magenta, Braun und Schwarz. Alley Cat. Alley Cat handelt nicht von Alley Cats, sondern von einer Alley Cat. Und die Musik ist. Es macht mich einfach wahnsinnig. Ich muss gestehen, dass ich das gerne als meinen Klingelton hätte. Worum geht's in Alley Cat? Man spielt als diese Alley Cat und man rennt herum und muss Punkte. Ich zeig's euch einfach. Die Musik macht mich wahnsinnig. So, nein, kein Joystick. Skill Level. Ja, Kitten. Ist ganz klar. Also, wir sind hier unten diese Katze und wir rennen rum und. Ah, wir springen hier. Oh, toll. Hat direkt geklappt. Perfekt. Wir sind eine Katze, die. Oh, ich muss, glaube ich, mal wieder Luft holen. So. Die in dieser Gasse auf diesen Zaun klettern muss, um dann in so Fenster hineinzukommen, um sich um bestimmte, sagen wir mal, Minispiele zu machen. Heute würde das Minispiele heißen. Ja, wir haben noch eine Chance. Diese Minispiele sind manchmal schwerer, manchmal leichter. Und ich weiß nicht, ich glaube, durchspielen kann man das Spiel nicht. Man kann einfach nur Punkte machen. Ich werde sehr wenig Punkte machen in meiner Alley Cat Laufbahn. Ich war auch früher schon nicht so gut. Und wir spielen hier immer noch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad und trotzdem habe ich schon 2 Leben verloren. Alas, puh, Yorick, I knew him, Horatio. So, und das ist einfacher. Der Besen versucht einen, das Leben schwer zu machen. Wir können hier unten Fußspuren hinterlassen und dann muss der Besen die erstmal aufräumen oder putzen, bevor er sich um uns kümmern kann. So, perfekt, das haben wir jetzt geschafft. Oh, cool, Minispiel. Nein, komm! Katze, hier eine Kätzin. So. Wir müssen nach oben kommen und dürfen nicht fallen gelassen werden. Und das ist nicht einfach, denn die Steuerung ist, und das sage ich, auch obwohl ich weiß, dass wir im Jahr 1984 sind, Hundsmiserabel ist vielleicht sogar das falsche Wort. Ja, das war kompletter Blödsinn. Oh, hier unten. Oh. Ah, verdammt. Wenn man hier unten zu lang rumfuhrwerk, kommt irgendwann der Hund und er packt einen und generell verliert man die ganze Zeit. Es gibt auch mehr Spiele als nur dieses mit dem Fishbowl, oh, nee, ich sag's nicht, mit dem Aquarium und das mit dem Käse. Wobei ich mich echt frage, was das für eine krasse Wohnung ist mit so einem Käse. Ich meine, ich bin kein großer Käsefan und ich weiß auch nicht, warum das irgendjemand interessiert. Okay. Nochmal. Ja, die Steuerung ist schrecklich. Es ist nicht. So. Die Katze hat so eine gewisse Trägheit. Man muss Anlauf nehmen, was ja eigentlich eine schöne Sache ist, aber es führt eben meistens dazu, dass ich verliere. Oh shit, jetzt kommt der Hund sogar schon hier. So. Nochmal, irgendwann schaffe ich das. Kann natürlich auch sein, dass die meisten Minispiele auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich gerade spiele, überhaupt nicht kommen. Und jetzt schaffe ich es. Jetzt. La. Auftauchen, sonst ertrinke ich. Okay, den letzten schaffen wir noch. Den letzten kriegen wir auch noch. So, komm, 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 komm. Yes! Strike. Okay. Na toll. Die Geräuschkulisse ist der Hammer. Und irgendwann schaffen wir auch dieses Spiel hier. Müssen zur obersten Kätzin? Nein! Verdammt! Und wer hätte es gedacht? Mal wieder das Käsespiel.
So. Und ich kommt hier der Hund nicht. Das wäre mir nicht sehr... Ich komme einfach nicht über dieses scheiß Ding drüber. Wenn er mich aus dem Fenster kickt, dann bin ich auch raus. Will ich vermeiden. So, jetzt bin ich mal wieder hier drüben. Es ist so mies zu steuern. Aber gut, was soll man sagen? Es ist 1984. So. Da war einfach alles noch ein bisschen anders. Einfacher, ich will nicht sagen besser. Obwohl, das entscheidet ihr, ob das besser ist. Komm, jetzt. Das mit diesem Paketchen da unten habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Okay, diese Pfeile, Amors Pfeile, die hier geschossen kommen, ändern den Status dieser... Plattformen. Komm, ich hab's doch früher auch hin und wieder. Jetzt! Jetzt! Nein! Bam! Oh, die Musik. Der Knaller. PC-Speaker mag ich ja sowieso, weil immer nur ein Ton gleichzeitig ausgegeben werden kann. Endlich mal was anderes und... Byte, sehr witzig. Ach, das mit der Spinne hätte ich ahnen müssen, dass ich mir die nicht... Wobei ich mich frage, wieso eigentlich? Katzen fressen auch Spinnen? Kann natürlich sein, dass das jetzt so eine ganz üble Tarantel war, aber wenn ich eine Tarantel auf meinem... auf meinem Bücherschrank hätte, ich würde durchdrehen. So. Und... Ist da ein Vogel, ne? Ist das so ein Mini-Vogel? Komm her! Nein! Naja, machen wir nochmal den Käse. Dieses Spiel ist tatsächlich... Es ist... Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Das Spiel ist echt der Brüller. Und, Top-Grafik... Das war jetzt meine Schuld. Es ist nicht immer nur meine Schuld, aber es ist... Oft meine Schuld. Und ich kann froh sein, dass hier am... Muss ich alle Hunde aufwecken, oder was? Ich verstehe gerade nicht ganz so, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht sinnvoll ist, die Hunde aufzuwecken. Bin mir nicht sicher. Nee, das kann gar nicht sein. I don't get it. Okay, geben wir dem Besen mal ein bisschen Arbeit. So. Das kann ja eigentlich nicht Sinn der Sache gewesen sein. Oh, das ist ein leicht verlorenes Leben. Hunde mag ich überhaupt. Jo, das war's schon. Verdammt. Wir machen das direkt nochmal. Kann man hier irgendwie... Pause Game. Okay, witzig. Ich starte das einfach kurz nochmal mit... in einem anderen Schwierigkeitsgrad. So. Machen wir gleich Alley Cat. So, drehen wir gleich voll auf. Ich glaube, wir haben den Dreh raus. Okay.
Meine Güte. Love them Mousies. Okay, das war das mit Abstand erbärmlichste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Nochmal. Man kommt halt nur von diesen großen Kisten, Fässern. Ah, so. Perfekt. Die Mäuse sind irgendwie auch ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Und der Hund kommt hier natürlich auch. Was sonst? Wie soll man denn das schaffen? Seid doch mal ernst zu euch. Ernst? Ehrlich? Bleibt doch mal hier. Also, das ist ja wirklich. Ich habe nichts gegen schwere Spiele. Wie habe ich denn die jetzt gekriegt? Aber das ist gerade ein bisschen unfair. Wenigstens ein bisschen netter mit den Punkten könnten sie sein. Und wie gesagt, also manche sagen, es ist gar nicht schwer, Dark Souls oder so. Ich fand es schwer, vor allem wenn man es nicht gewohnt ist. Manche sagen, es ist total einfach. Man muss nur wissen, wie es geht. Meinetwegen, vielleicht muss man auch hier nur wissen, wie es geht, aber es geht einfach auch nicht so einfach. Leute schmeißen hier auch Sachen aus dem Müll, das ist unglaublich. So. Und natürlich direkt der Hund. Ist klar. Ist klar. Okay. Reden wir nicht drüber. Es reicht. Es reicht. Stopp. 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 Kann ich irgendwie. Okay, einmal noch. Dann war's das mit diesem Spiel. Das ist ja grauenvoll. Was soll dieser Quatsch mit dem Fisch? Ich habe das früher mal sehr gerne gespielt und ich weiß gar nicht wieso, weil irgendwie. Nochmal. Ich komme ja schon gar nicht mehr richtig auf den Zaun, weil ich zu schlecht bin. Kann man nicht von den kleinen Dingern auf den. Es ist wahnsinnig. Okay, das war jetzt meine Schuld. Es ist wahnsinnig schwierig, im Laufen herauszufinden. Wie viele Hunde gibt es hier denn? Wie viel Anlauf ich brauche, um genau auf dieser Tonne zu landen. Die Ghetto-Tonne, nur dass sie nicht, wenn sie noch brennen würde, das wäre so West Side Stories. Also das. Ich glaube, ich beende das Spiel. Die Musik ist definitiv das Beste. Ich will das als Klingelton haben. Aber unbedingt. Ja, dann bedanke ich euch, dass ihr bei meinen Sommer-Let's Plays dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, positive Bewertungen, Daumen hoch, irgendwas. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Bis dann.